herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Motorradkanal. Wir sind immer noch bei Yamaha, das ist jetzt hier das zweite Video und wie ihr schon seht, hinter mir die neue MT-07. Sie hat auch für 2021 einige Updates bekommen, natürlich jetzt Euro 5 konform. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal tatsächlich mit dem äußeren Erscheinungsbild. Es wirkt deutlich kompakter, ein bisschen kräftiger, alles auf den Motor fokussiert. Wir haben eine neue Silhouette hier mit dem Tank und vorne auch die neue Lichtmaske, jetzt komplett LED, Blinker und Scheinwerfer. Natürlich wirklich ein komplett neuer, anderer Look. Ja, also ich würde sagen, ihr könnt euch tatsächlich selber die Meinung bilden und gerne mal in den Kommentaren diskutieren, was ihr von der neuen Lichtmaske, von der neuen Front haltet. Ich persönlich finde sie tatsächlich gelungen, ziemlich erwachsen wirkt sie auf mich. Und ich würde sagen, der Verkaufsschlager von Yamaha schlechthin, die MT-07, kann sich für die nächste Saison tatsächlich sehen lassen. Sie ist auch, was wahrscheinlich die wenigsten unter euch wissen, Platz 1 der Dauertestwertung bei Motorrad. Tatsächlich teilt sie in sich ab sofort mit der Harley von uns. Sie ist punktgleich mit der MT-07, aber gut, es ist natürlich jetzt auch wirklich schlecht vergleichbar. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Neuerungen von der MT-07. Wir haben den gleichen CP2-Motor drin, allerdings wie gesagt Euro 5 und da haben wir jetzt minimalste Veränderungen. Also ich meine, ein Newtonmeter hat sie weniger, also ein Newtonmeter ist quasi keiner, um sozusagen unser Prüfstand wird natürlich beim ersten Test dann die genauen Zahlen nochmal für euch rausfiltern. Wie gesagt, 67 Newtonmeter jetzt bei 6500 Umdrehungen, also auch früher als zuvor und 73,4 PS, also knapp 1 PS weniger haben wir auch jetzt hier laut Papier. Wie gesagt, der Prüfstand, der untrügbare Prüfstand vom Motorrad wird es dann für euch natürlich rausfinden und zwar jetzt aber schon bei 8750 Umdrehungen, also auch wieder früher angelegt, das Drehmoment und die Leistung. So, insgesamt, wie gesagt, motormäßig minimalste Veränderungen. Was wir allerdings auch auf dem Papier haben, ist ein Kilo mehr Gewicht. So, jetzt würde mich natürlich interessieren, wo das Ganze herkommt. Wir haben einige Details verändert, aber nichts, was ich jetzt so auf den ersten Blick sagen würde, was das ein Kilo ausmacht. Da kann mir jetzt natürlich wieder der Marvin Eckert von Yamaha Deutschland helfen. Marvin, wo kommt das eine Kilo her, meinst du? Ja, ein Kilo ist natürlich nicht viel, aber es ist da. Und wo kommt es her? Klar, wir haben Änderungen in Motor- und Abgasanlage. Einspritzung, Luftansaugsystem, alles geändert. Natürlich hier und da auch mal ein paar Gramm mehr. Ich denke, die gravierendste Änderung gewichtstechnisch sind die vorderen Bremsscheiben. Die sind jetzt vergrößert auf 298 mm jeweils und da kommt natürlich auch ein bisschen Gewicht. Gut, und wir haben natürlich auch Euro 5 konform eine neue Auspuffanlage. Vielleicht kannst du für uns ganz kurz eine dumme Frage beantworten. Wenn man jetzt ein Motorrad, das wirklich schon eigentlich nahezu perfekt ist, wahrscheinlich aus eurer Sicht natürlich noch mehr, aber wirklich die Verkaufszahlen sagen es ja, ne? Auf Euro 5 umstellen muss, was muss man ihm denn dann antun, um diese Norm einzuhalten? Kannst du es ganz kurz runterbrechen? Ja gut, dadurch, dass wir jetzt ein neues Ansaugsystem haben, eine neue Einspritzanlage haben, beziehungsweise ein anderes Kraftstoffeinspritzsystem, sind wir natürlich wesentlich effizienter und natürlich nochmal durch die neue Auspuffanlage auch noch umweltfreundlicher. All das war nötig, um die Euro 5-Norm zu erfüllen, aber ich denke, dadurch, dass wir es mit kaum Leistungsverlust hinbekommen haben und du wirst es bei dem Soundtest ja merken und eure Zuschauer auch sehen und hören, dass auch der Sound keinen Abbruch bekommen hat. Von daher denke ich, dass es uns bei dem Bike ganz gut gelungen ist. Naja, das ist natürlich eine Hürde, da müssen alle durch, aber ich denke doch, dass die MT-07 sich da gut behaupten wird, dann auch wirklich sehr gut aussieht, wie ich finde. Was wir natürlich noch haben, sind ein paar weitere Änderungen vorne an der Front, würde ich mal sagen. Wir haben einen 3 cm breiteren Lenker jetzt, soll speziell für größere Leute besser sein von der Ergonomie her. Ich persönlich bin jetzt eher klein, also ich bin knappe 1,60 groß, werde es gleich für euch mal ausprobieren. Ich würde sagen, da gehen wir gleich mal rüber zum anderen Modell und machen da mal eine kleine Sitzprobe. Wie sich das Ganze für mich dann anfühlen wird. Jetzt schwinge ich mal hier drauf. So,
Okay, also 3 cm breiteren Lenker haben wir jetzt. Ich müsste das ja persönlich eher negativ erfahren. Da muss ich jetzt aber tatsächlich sagen, dass ich es nicht negativ finde. Ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich, aber tatsächlich fühlt es sich für mich immer noch sehr spielerisch, sehr kompakt an. Und ich denke, klar, auf der Straße kann ich so nicht sagen, aber ich denke, dass es da auch für kleinere Leute jetzt nicht unbedingt negativen Effekt haben wird, gerade weil das Modell natürlich auch bei kleineren Einsteigern oder auch bei Frauen sehr beliebt ist tatsächlich. Hoffe ich natürlich, dass es sich nicht negativ auswirkt. Was wir jetzt gleich noch schauen können, ist das neue Display. Wir haben leider kein TFT bekommen, aber dafür ein neues LC-Display. So, und ich muss sagen, dass mich das Display tatsächlich positiv überrascht. Wir haben helle Zahlen auf dunklem Grund und alles wirklich sehr gut sichtbar. Ganganzeige ist da, Geschwindigkeit wirklich sehr zentral. Und ich würde fast sagen, dass es mir ein bisschen besser gefällt als von der MT-09. Das ist jetzt vielleicht eine gewagte These, weil es kein TFT ist, was alle ja immer so heilig betiteln. Aber ich glaube, hier kommen wir tatsächlich ganz gut auch mit dem LC-Display aus. So, jetzt sind wir einmal hier zu Füßen gekommen von der neuen MT-07. Zwar haben wir nämlich auch eine neue Serienbereifung. Es ist der Michelin Pilot Road 5. Genau, was der jetzt genau kann, auch auf diesem Modell, kann ich euch natürlich hier nicht sagen, aber ich denke, wir werden es spätestens beim nächsten Reifentest beim Motorrad für euch rausfinden. Jetzt kommen wir einmal wieder nach oben und ich würde sagen, ich hole mir am Ende nochmal den Marvin dazu. Und zwar würde mich natürlich noch interessieren, in welchen wunderschönen Farben gibt es denn die neue MT-07 für 2021 und was wird sie kosten? Farben sind gleich wie bei der MT-09. Wir haben hier die Farbe Storm Flu. Wir haben eine Tech Black, an der du vorhin moderiert hast, und wir haben auch hier das klassische Yamaha Blau Icon Blue. Die Maschine ist ab März 2021 bei den deutschen Yamaha-Partnern verfügbar und kostet 7.374 Euro UVP inklusive 19% Mehrwertsteuer und natürlich inklusive Nebenkosten. Alles klar, das ist also doch jetzt auch wieder ein bisschen teurer geworden, klar, aber das ist irgendwie auch verständlich, es wurde ja viel daran gearbeitet. Was mich jetzt noch eine kleine letzte Frage will ich dir noch stellen, was mich jetzt bei den Details ein bisschen aufgefallen ist, klar, wir haben jetzt 1 Kilo mehr. Ich meine, man könnte ja theoretisch die neuen Felgen der MT-09 verwenden, sie auf die MT-07 packen, dann vielleicht noch eine kleine Traktionskontrolle rein, TFT, und hätte eine SP-Variante. Na, und? Kommt sie, oder? Ja, hast du recht. Hätte man mit vielen kleinen Änderungen das ganze Paket auch noch wertiger machen können, jetzt unabhängig, ob SP-Variante oder nicht. Aber es ist natürlich hier auch ganz klar das Ziel, den Preis so gering wie möglich zu halten. Wir sind jetzt 200 Euro teurer als im Vorjahr oder beim Vorgängermodell. Ist natürlich auch begründet mit Dingen wie dem LED-System und so weiter. Also ich denke, da hat man immer noch für einen sehr vertretbaren Preis ganz, ganz viel Motorrad. Alles klar, gut. Also müssen wir vielleicht immer noch ein bisschen warten auf die SP-Version oder auch nicht. Wer weiß, vielleicht braucht sie ja auch keiner. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Wer weiß, vielleicht, wenn wir genug Stimmen für eine SP-Version sammeln, vielleicht kommt sie ja dann auch im nächsten oder übernächsten Jahr, wer weiß. Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich gehe jetzt noch weiter mit dem Marvin zusammen zum letzten Modell hier bei Yamaha. Das gibt es dann im nächsten Video. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, kräftig Hefte lesen und natürlich abonnieren, damit ihr das neue Video nicht verpasst.